Auch schönen guten Tag von uns aus. Angelus Reisinger, das hat Judith gesagt, und ich haben zusammen mit Vitali Späth vor Jahren eine Sammlung begonnen zu innovativen Beiträgen zur Transformation der Stadt im Bestand. Diese Sammlung ist eigentlich nie zu Ende. Im Gegenteil, aktuell wächst sie sehr stark und wir freuen uns sehr, jetzt nach 2 Jahren Corona-Wartezeit dort einige Inspirationen mit Ihnen zu teilen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Gehen wir gleich medias res in das, was wir ein bisschen salopp urbanistische Knautschzone Bestand bezeichnet haben. Das ist das Umfeld, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ein paar ganz knappe Stichworte. Wir sind in einem Raum, das Millionen-Zürich, für das ich quasi strategisch arbeite. Es ist ein Raum, in dem für die nächsten 30 Jahre ein Bevölkerungswachstum von 30% vorgesehen ist. Die Grundsätze der Innenentwicklung gelten. Wenn Sie sich dieses Bild anschauen, dann können Sie sich mal überlegen, wo Sie diese 30% unterbringen wollen. Das heißt, die alten Strategien des Entwickelns auf der grünen Wiese, der Brachentransformation, greifen nicht mehr. Wir stehen vor einem weiteren Paradigmenwechsel. Das Stichwort ist ein paar Mal heute schon gefallen. Bisher gültige Praktiken in der Planung sind radikal entwertet. Und wir würden Ihnen jetzt gerne den Bestand als Rolle für diese Weiterentwicklung näher bringen und würden zunächst mal definieren wollen, was wir unter Bestand verstehen. Dann würde ich Sie auf einen kleinen Spaziergang durch den Großraum Zürich mitnehmen, um dann gemeinsam mit Alexa eine Agenda zu entwickeln, wie wir uns eine Rolle für den Bestand, für die Zukunft, für den Großraum vorstellen. Alexa, bitte. Was aktuell passiert, das ist, und das sehen wir hier im Bild in Grün und Rot, das ist Ersatzneubau, der getrieben auch durch den Anlagemarkt den Wachstumsdruck heute aufnimmt und damit aber auch die Möglichkeiten des Bestandes und all dessen Entwicklung komplett aushebelt. Im letzten Jahrzehnt sind 50% aller Neubauten und Neubauwohnungen in Ersatzneubauten entstanden. Abriss und Neubau scheint als Logik irgendwie kontrollierbarer zu sein für die Raumentwicklung. Dabei ist Ersatzneubau eigentlich der wirkliche Kontrollverlust, weil der Wandel vollständig und schnell in Regelbauweise oder mit Sondernutzungsrechten ausgestattet mit großflächigen Tabula Rasa vonstatten geht, weil Ressourcen durch Verlust von Bestand und durch den folgenden Neubau verbraucht werden. Und vor allem auch, weil nachbarschaftliche Gefüge verworfen, indem zum Beispiel Mieter durch Leerzug ausgetauscht werden. Das beunruhigt und Wachstumsmüdigkeit macht sich breit. Dennoch, es braucht diese neuen Wohnungen und wir brauchen auch die Verdichtung. Wie sieht das in den Zahlen aus? Die Bautätigkeit der letzten Jahrzehnte ist fast ungebrochen. Im Bau sind aktuell 7.166 Wohnungen in Zürich, steigende Tendenz. Aber mit den 1.768 Abrisswohnungen gegenüber 1.929 fertiggestellten Wohnungen im 2021 ist auch der Ersatzneubau in voller Fahrt. Das ist ein Saldo von 160 Wohnungen, das ist nicht gerade viel. Gleichzeitig sind seit 2014 im Durchschnitt ca. 200 Wohnungen pro Jahr durch Umbau entstanden. Die meisten davon durch Umnutzungen von vorher Nichtwohnungsbau. Das Umbaupotenzial lässt sich also steigern. Wo liegt dieses Potenzial in Zürich? Nicht nur in Zürich übrigens. Die 40 bis 70 Jahre alten Bauten, das sind 30%, oh ja, danke dir. Das sind 30% aller Bauten schweizweit sind das Umbaupotenzial von heute. Und fast 40% der Wohngebäude sind in den letzten 45 Jahren gebaut worden. Das ist das Umbaupotenzial von morgen. Dieser schlummernde Transformationsbedarf, wie hier in Rot, betrifft zum großen Maß die Ränder der Städte und vor allen Dingen auch die Agglomerationsgemeinden. Ist Umbau jetzt das Ende des Städtebaus? Im Gegenteil, würde ich sagen. Das Gespür für den Bestand müssen wir in unseren Rollen, ganz unterschiedliche Art, als Planende, als BewohnerInnen, in verdichteten Nachbarschaften und vor allem auch als Investierende feinfühlig und zugleich schnell entwickeln. Woran könnte es hängen? Ist der Umbau für die Gemeindepolitik nicht fortschrittlich genug? Kann Umbau im Immobiliensektor einfach noch nicht gerechnet werden? Ist der Umbau als Entwurfsaufgabe einfach nicht autonom genug? Oder ist die Bauwirtschaft
in der Bauwirtschaft das Potenzial unerkannt oder die Kompetenzen nicht vorhanden. Etwas provokativ, ich gebe zu. Was ist der Gegenstand, mit dem wir den Umbau, den Umgang lernen müssen? Oh. Sie haben die Karte vielleicht noch gerade in Erinnerung. Was wir deutlich machen wollen, ist, dass wir es beim Thema Bestand und Transformation, Weiterentwicklungsbestand, nicht einfach mit einem urbanen Thema zu tun gehabt haben. Wenn Sie sich die Karte anschauen, Dübendorf, all die anderen Gemeinden, ein wesentlicher Teil der Bausubstanz und der Identität dieser Gemeinde ist in den letzten 50, 60 Jahren entstanden und auch die steht eben auch zur Transformation. Ich möchte Ihnen nun in 5 Punkten kurz zusammenfassen, wie wir Bestand zu definieren versuchen. Zunächst einmal scheint es uns wichtig, bei Bestand eben über das reine Gebäude rauszugehen, Freiräume und Infrastrukturen mitzudenken. Also Bestand ist flächig. Das Zweite ist, Bestand ist Geschichte, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig. Speichert alte Werte, steht für gegenwärtige Praktiken und beinhaltet zukünftige Potenziale. Wir sind es gewohnt, über die Schutzwürdigkeit von Bauten in den Kategorien der Denkmalpflege nachzudenken. In den letzten 5, 10 Jahren sind ganz neue Kategorien dazugekommen. Energie, schonender Ressourceneinsatz, Recyclingwirtschaft sind hier Stichworte. Es gibt auch noch weitere Komponenten, die den Bestand so wichtig machen. Das sind sozial- und wohnpolitische Aspekte. Der Umgang mit dem Bestand ist elementar für die Frage, inwieweit es uns gelingt, überhaupt preisgünstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie auf dem Neubauwohnungsmarkt im Großraum Zürich produzieren, fallen ganz viele Menschen raus, die sich solchen Raum nicht mehr leisten können. Und das Letzte ist eben ganz wichtig, Bestand weiterentwickeln heißt vertraute Alltagswelten weiterentwickeln und gewachsene Grünräume. Und hier geht es nicht einfach um ästhetische Konventionen, sondern es geht um die Aufgaben, die diese Grünräume gerade auch im Zusammenhang mit der Klimaanpassung haben. Ich nehme es jetzt mit auf diesen Spaziergang durch die Stadt von heute, so etwas wie die Ausgangskonstellation von Modern Normal, das Hubert Klumpner vorher angesprochen hat. Ich möchte Sie auf ein Flanieren mitnehmen. Wir werden an Stellen stehen bleiben, an denen wir vielleicht sonst nicht stehen bleiben würden, weil uns die Reiseführer nicht darauf hinweisen. Aber ich glaube, es ist wichtig, beim Flanieren dort stehen zu bleiben, wo die Aufmerksamkeit plötzlich an etwas hängen bleibt, was man sonst nicht im Blick hat. Ich komme zunächst zum Städtebau. Man kann es nicht genug betonen, wir befinden uns am Ende einer Epoche, nämlich der Epoche der Brachentransformation, die im Großraum Zürich extrem erfolgreich war, auch immobilientechnisch extrem erfolgreich war, die zu einer ganzen Serie von Inselurbanismus geführt hat, mit Wunderbau in sich gestaltenden städtebaulichen Intarsien. Allein wenn Sie dorthin gehen, sehen Sie, von diesen Intarsien gehen wenig transformative Kräfte auf Ihr Umfeld aus. Das Zweite ist, wenn man mal geht und nicht fährt, die Omnipräsenz von massiven grauen Infrastrukturen. All diese Infrastrukturen sind mit der Schweiz eigenen Perfektion als sektorale Planungen geschaffen. Sektorale Planungen, die aber keine Rücksicht nehmen auf Kontexte, Schnittstellen und Übergänge, weil sie eben nicht in den Aufgabenbeschreibungen vorkommen, mit denen man an diese Arbeiten rangeht. Alex hat bereits darauf hingewiesen, wenn Sie durch den Großraum Zürich spazieren, das ist der eigentliche Treiber der Transformation jetzt, der Wohnungsbau. Und hier können wir feststellen, haben sich die Lesarten massiv verschoben in den letzten Jahren, wenn Sie die NZZ und Tagesanzeiger vor ein paar Wochen gelesen haben. Die Debatten, wie gehen wir mit dem Bestand in Zukunft um, welche Kriterien müssen wir anwenden, sind eben nicht Fragen des Klimas, der Wohnbaupolitik mindestens so in Rat zu ziehen bei der Bestandesbehandlung wie eben Optionen des Satzneubaus. Die sind mittlerweile en vogue geworden. Es geht längst nicht mehr nur um die Denkmalpflege. Wenn Sie den Großraum Zürich aus der Luft anschauen, dann werden Sie feststellen, dass weitaus die Hälfte dieses dichtesten Siedlungsraums in der Schweiz aus Landschaft und Wald besteht. Gleichzeitig ist diese Landschaft eine multiple Landschaft. Dieses Wort ist schnell
dahergesagt, steht aber für ganz viele Konflikte, die entstehen. Diese Landschaften müssen mehrere Dinge gleichzeitig tun. Ernährung, Biodiversität, Erholung, eine Rolle in der Klimaanpassung und in der Energieproduktion sollen diese Flächen übernehmen. Es wird ganz deutlich, dass es hier darum geht, zu zünftigen Prioritätssetzungen zu kommen. Im Ergebnis haben wir also sehr sauber gemachte sektorale Partialstrategien, die aber eben dazu führen, dass die Summe all dieser richtigen Einzelentscheidungen eben weniger ist als das, was ein sinnvolles gestaltetes Ganzes wäre, was, glaube ich, aus dieser Aufnahme, die Passport Toto aus Schlieren stammt, sehr schön deutlich wird. In der Miniatur stimmig, in der Addition entstehen mehr Fragen, als dass Antworten formuliert werden können. Und das Letzte ist, Sie mögen sich vielleicht gefragt haben, wo bleibt der große Maßstab? Tatsächlich sind wir mit Herausforderungen konfrontiert, die nach dem großen Maßstab rufen. Wir sind aber in einem Raum unterwegs, in dem es diese großen Maßstäbe gar nicht mehr gibt, sondern ganz viele der großen Zukunftsfragen müssen wir in solchen Miniaturen durchexerzieren, wie hier in diesem Kühlungsraum, der in der Stadt Zürich vorgesehen ist, für ein Quartier. Ich gebe somit wieder Alexa, die die Einführung in die Agenda Zukunft Bestand übernehmen wird. Für unsere Agenda zu einem zukunftsfähigen Umgang mit dem Bestand haben wir erst einmal 4 Thesen mitgebracht. Dann werden wir in 7 explorativen Arbeitsfeldern aufzeigen, um was es gehen kann. Und dann mit experimentellen Bausteinen, eigentlich auch aus dem internationalen Kontext, also nicht nur auf Zürich bezogen, unser Nachdenken über die Transformation illustrieren. Die Transformation findet nicht nur im gebauten Raum statt, auch die unsichtbaren und vor allem die unsichtbaren gesellschaftlichen Gefüge und auch soziale Infrastrukturen werden durch den Wandel stark herausgefordert. Außerdem, der Paradigmenwechsel verändert unsere Planungslogiken, die wirtschaftlichen Strategien dahinter, die politischen Haltungen und die fachlichen Zugänge des Planen und Bauens. Im Materiellen, also Ressourcen und Kosten und das Immaterielle, Strategien und Prozesse. Wenn wir im Bestand weiterbauen, können aktuelle Konventionen für Neubau nicht einfach übertragen werden. Wir müssen neu rechnen, kontextbezogen entwerfen. Standards und Instrumente werden in Frage gestellt und die Mehrwerte, die wir generieren, entstehen vielleicht an Orten, wo wir sie heute gar nicht erwarten. Wir brauchen neue Allianzen auch in der Zivilbevölkerung, Zivilgesellschaft, unter Fachpersonen, unter EigentümerInnen und der Gesamtbevölkerung. Transformation im Bestand lässt sich nicht einfach am BIM-Bildschirm bewältigen. Die Lösungen werden mit den Orten, mit den Menschen vor Ort entwickelt, aber Digitalisierung, GIS und Social Data erweitern dabei unsere partizipativen Zugänge von heute. Kommen wir zu unseren Arbeitsfeldern. Am Anfang, und das zieht sich seit heute Morgen durch, der Umgang mit dieser Moderne, die da ins Alter gekommen ist, den zu finden. Das ist wichtig, weil in den letzten 70 Jahren Urbanisierung 70% all dieser unserer Bauten geschaffen worden sind. Das ist eine kurze Zeit. Diverse Nachbarschaften aber und mindestens 2 Generationen neuer EinwohnerInnen sind mit dieser Stadt gewachsen und mit diesen Orten verbunden. Allein schon die große Menge und insbesondere das niedrige Alter erfordern, dass die Substanz wie Umfeld dieser späten Moderne, dieser ins Alter gekommenen Moderne qualifiziert werden für mindestens weitere 50 Jahre. Die Moderne kann dabei aufgestockt und angebaut werden und die großzügigen Freiräume können der Gemeinschaft und Ökologie dienen, wie es in Meran dieses Jahr vom Wackerpreis ausgezeichnet wurde. Durch geschicktes Platzieren von neuen Baukörpern können neue räumliche Zusammenhänge den Nachbarschaften nutzen, wie beim Kraftwerk in Zürich schon passiert. Und eine energetische Sanierung kann zu einer Aufwertung der Wohnqualität genutzt werden, wie beim Tour de Prêtre in Paris, wo Wintergärten die Fassade ersetzt haben. Das geht weit über das Raumklima hinaus und den Komfort. Und das alles mit Verbleib der dort lebenden Menschen in einem leistbaren Wohnraum. Der Bremer Punkt hier in der Mitte
erlaubt, dass wir auch städtebauliche Setzungen in bestehenden Wohnsiedlungen von Genossenschaften, Bauträgern, Pensionskassen in städtebauliche Ergänzungen machen können mit Elementen, die den neuen Standards entsprechen, die alternde Gesellschaft vielleicht aufnehmen, den Energiestandards einhalten. Die Modulbauweise in Holz von diesen Bauten verstärkt die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit dieser Punktbauten, die städtebaulich den Zwischenraum füllen. Ein weiteres Arbeitsfeld, die Wohnraumfrage bei hohem Entwicklungsdruck angemessen angehen, vor allen Dingen in Bezug auch auf die Stakeholder. Der Stadtumbau betrifft in erster Linie die Wohnungsfrage. Wer kann und will in der verdichteten Stadt sich ein Leben leisten? Verdrängungsprozesse konterkarieren unsere Verdichtungsziele. Wenn wir nun in der bestehenden Stadt von Städtebau sprechen, dann ist dieser immer mittelbar und kontextbezogen. Der Entwicklungsbedruck bedarf raffinierterer städtebaulicher Antworten als den Courant normal. Im Inneren der Gemeinden und Städte Wohnraum zu bauen, das heißt kleinteilig zu bauen. Das gelingt seit Jahrzehnten auch in Nischen mit kontinuierlichen Wandlungsprozessen wie beim der Genossenschaft Dreieck in Zürich. Ganzheitlicher Städtebau wiederum bedarf, dass die Kooperation zwischen Eigentümerinnen über die Parzellengrenzen hinweg gestärkt werden. Auch das gelingt hier am Beispiel Zürich-Schwamendingen an der Altwiesenstraße. Vor allem aber ein städtisch und strategisches Engagement fördert Anpassung und kleinteiliges Eigentum, unterstützt Träger- und Entwicklungsmodelle. Die Dynamik einer solchen Aufwertung in historischen Strukturen lässt sich an der AG Vespa in Antwerpen besichtigen. Dem Entwicklungsdruck kann also über Kleinteiligkeit etwas Pragmatisches entgegengesetzt werden, ohne diesen zu bremsen. Wie es auf dem Lüßbüchel-Areal in Basel gelingt. Dort werden die Parzellen im Baurecht durch die Eigentümerin eine Stiftung abgegeben. In zwei großen städtebaulichen Blocks wird Umbau und Neubau ermöglicht. Die kleinteilige und genossenschaftliche Trägerschaft erstellt Wohnungsbau auf lange Sicht und in hoher Dichte. Zu einem weiteren wichtigen Thema: Bestand für Tier und Mensch und Wasser qualifizieren. Eine ebenso knifflige Hausaufgabe wie der Wohnungsbau gibt uns das Klima der Zukunft auf. Wir haben das heute schon sehr deutlich gehört. Die Aufgabe ist, Hitzeschutz und Durchlüftung zu ermöglichen, sowie Starkregen- und Sturmphänomene aufzufangen bzw. sie zu durchleben, zu überleben. Diese Aufgabe wird dem Bestand aber überraschend qualifizieren helfen. Klima in der Stadt muss in neuen Dimensionen gedacht werden, wie zum Beispiel beim Cloudburst-Plan in Kopenhagen gelungen, dort, der es vermag, bis in den Bestand hinein die städtischen Räume zu beeinflussen. Neue Räume für Wasser und den Menschen, wie hier auf dem Bolzplatz in Enghavener Parken, der wird zum Wasserretentionsbecken bei Starkregen-Events. Die wilden Gärten beim Schulhaus Reitmann in Schlieren dienen der Quartiergemeinschaft und der städtischen Flora und Fauna. Und im Quartier Boulogne-Billancourt in Paris werden Wasserkreisläufe mit den Straßensystemen verknüpft und Grünräume stark vernetzt, das Quartier als Parklandschaft. Das Gymnasium selbst, hier im Bild, wiederum als Gebäude, wird integral mit Frei- und Grünräumen versehen. Die sind begehbar und spenden erholenden Blick auf das Grün aus den Klassenräumen. Diese neue Biodiversität an den Fassaden und auf den Dächern, auf unerwarteten Flächen so, im Stadtraum, das bringt eine neue Natur in die Stadt, die wir noch gar nicht kennen. Das nützt im kleinen wie im großen Maßstab. Wir kommen zum vierten Arbeitsfeld, den urbanen Landschaftsräumen, denen wir schon bei unserem Spaziergang begegnet sind. Es geht also darum, mit diesen multiplen Beanspruchungen fertig zu werden. Die vier Beispiele, die wir hier zusammengestellt haben, die verbindet etwas. Sie schaffen klare Prioritätssetzungen. Sie entscheiden sich, was wo in der Landschaft zu geschehen hat und was wo eben nicht zu geschehen hat. Das Interessante ist, dass es sich immer um Inwertsetzung bestehender Landschaftsräume handelt. Beim Murganpark in Frauenfeld, ganz unten links, ist es sogar die Entdeckung einer Restfläche als potenziellen Landschaftspark.
In den anderen Beispielen, wie entlang der Ähr, ist es gelungen, Biodiversitätsfragen, Wasserbaufragen und Erholungsfragen zusammenzubringen. Und beim Scott Montpellier von Alfred Peter ist es gelungen, die Grenze zwischen Siedlung und Landschaft als konzeptionelle Grenze zu begreifen und einen Dialog zu schaffen zwischen Innen und Außen. Vor allem aber ist Landschaft das Potenzial, um den großen Maßstab zu entwickeln. Wenn Sie sich die politischen Karten anschauen, der Kommunen, sehen Sie, die Landschaftsräume befinden sich sehr oft an der Peripherie der Gemeinden. Wenn Sie diese verschiedenen Peripherien zusammensetzen, erhalten Sie plötzlich große Flächen, wie hier diesem Projekt am Katzensee, bei dem die Stadt Zürich, Rümlang und Regensdorf beteiligt sind. Was früher klein und am Rand ist, ist durch Zusammenfügen nun ein großer, gemeinsam zu entwickelnder Raum geworden. Und das Wichtige in den Landschaftsräumen ist gemeinsam entwickeln, tatsächlich Partizipation im breiten Sinn des Wortbegriffs bedeutet, wir müssen von allem anfangen, mit den Landwirten, mit den Erholungssuchenden, dem Naturschutz, den Kommunen zusammenzuarbeiten, um robuste Strategien entwickeln zu können, damit diese Landschaftsräume nachhaltig weiter gestaltet werden können. Jetzt kommen wir zu einem ganz heißen Eisen, nämlich der Frage, wie wir den öffentlichen Raum immer auch als Verkehrsraum denken können und umgekehrt. Es geht um das Verschieben von Grenzlinien. Es geht darum, Gewohnheiten zurückzudrehen, die in den letzten 60 Jahren entstanden sind, aber auch gegenüber Gewohnheitsrechten anzutreten. Und das immer vor dem Hintergrund, dass Städte notwendigerweise Verkehrsräume sein müssen und verschiedene Verkehrsrealitäten in sich tragen. Die Stadt Zürich ist nicht einfach nur eine ÖV-Stadt, sie ist auch eine Autostadt. Und hier geht es darum, eine Koexistenz zu finden mit den Lebensbedingungen der Menschen. Und die Beispiele, die wir hier in unserer Recherche gefunden haben, sind sehr illustrativ. Ich habe einige von Ihnen in letzter Zeit wieder besuchen können. Das Interessante ist zu sehen, dass sie punktuell tatsächlich interessante Lösungen bringen, aber die Verkehrsfrage in diesen Städten längst noch nicht gelöst ist. Das heißt, wir sind noch nicht da, wo wir Patentlösungen formulieren könnten. Aber was bei diesen vier Beispielen deutlich wird, ist, dass wir einen umfassenden Blick auf verkehrspolitische Fragen brauchen. Verkehrspolitische Fragen sind immer auch Quartierentwicklungsfragen und städtebauliche Fragen. Und wenn ich diesen Perimeter an Aufgabenstellung für mich formuliere, komme ich zu ganz anderen Prioritätssetzungen, Leitsetzungen für die Konzepte. In Wien ist das gelungen, entlang der Stadtbahnbögen, Otto Wagners Stadtbahnbögen, zu einem Kulminationspunkt für ein Kulturleben zu machen und damit Brücken zu bauen zwischen den beiden Bezirken, links und rechts davon, um mit der Zeit somit zu einer neuen Verkehrspolitik zu kommen. Sie sehen hier, da entstehen Allianzen zwischen Stadtentwicklung und Verkehrsgestaltung. In Bordeaux hat man die Stadtautobahn aus dem Zentrum in eine Tram gelegt und damit die Voraussetzungen geschaffen, den öffentlichen Raum neu zu verstehen. Ich war gerade in Rio und das ist für mich Madrid-Rio, ich war mit dem Zug unterwegs. Das war bis vor 20 Jahren eine 12-spurige Autobahn dort. Die hat die beiden Stadtteile voneinander nicht nur getrennt, sondern auch zu einer radikalen Entwertung der Stadtquartiere geführt. Das Projekt war nicht einfach nur eine Überdeckelung dieser Autobahn, wie das so gerne praktiziert wird, sondern die Erfindung der Überdeckelung als urbanem Park. Wenn Sie da an einem Samstag oder Sonntagvormittag spazieren gehen, finden Sie zwischen 0,5 Jahren und 90 Jahren alles. Spazierend, lesend, radfahrend. Hier ist wirklich eine Utopie Realität geworden, weil man diese beiden polaren Punkte, die es zu behandeln gibt, nämlich Verkehrspolitik und Städtebau, konzeptionell radikal auch zusammengedacht hat. Ich komme zum nächsten Arbeitsfeld, das ich Ihnen vorstellen darf, Zukunftspfade testen, Chancen, Konflikte erkennen. Es ist deutlich geworden, glaube ich, aus allen Vorträgen heute, wir stehen vor Paradigmenwechseln. Wir müssen neue Praktiken entwickeln, weil die alten Praktiken nicht mehr recht greifen. Wir müssen in Lernprozesse eintreten. Die Stadt Zürich, ich bin letzten Sommer aus den Bergen zurückgekommen und bin fast vom Fahrrad gekippt, als ich dieses Bringsuft Straße gefunden habe, wo man wirklich mal den Mut gehabt hat, Straßenräume mal temporär anders einzusetzen und zu lernen, was mit den Straßen entstehen könnte. Das Wichtige scheint mir hier zu sein, zu testen,
ist keine Frage der Größe der Stadt. Es ist auch keine Frage des Planungsbudgets. Es ist eine Frage des politischen Willens Weichen zu stellen und auch Widerstand auszuhalten während der Phase, in der man testen möchte. Und deshalb ist mein Leuchtturmbeispiel nicht Paris-Plage mit der wunderbaren Strandsituation, die da an der Seine entstanden ist, oder Kopenhagen, dass dieses Testen im Stadtzentrum zur Labelisierung der Stadt braucht, sondern mein Leitbild befindet sich 10 Kilometer von hier in Schlieren. Auf einem aufgegebenen Stück Kantonstraße hat sich die Stadt Schlieren geleistet, 3 Jahre mal zu sagen, jetzt lassen wir die Leute mal diesen Raum aneignen, Ideen entwickeln, dann werten wir das aus und dann gehen wir einen Schritt weiter und überlegen uns, was mit dieser Straße entsteht. Alexa, bitte. Ja, und das Letzte, aber last but not least, das Arbeitsfeld, was ich noch vorstellen muss, ist der Sozialraum in der Transformation. Den mitzudenken, das stellt uns vor Herausforderungen. Weil wir als Planenden in eigenen Logiken denken, weil der Sozialraum anders tickt. Das Tempo der Entwicklung erzeugt bei uns Unwohlsein, nicht nur in unmittelbaren Nachbarschaften von der Entwicklung. Und unser planerischer Zugang, der wird und der muss auch noch weiter mutig partizipativ ausgebaut werden. Weit über das, was wir erfolgreich in den 90er Jahren praktizieren, nämlich Kooperation des Public-Private Partnerships. Erfahrungen dazu werden bereits gemacht. Die Frage ist also, welchen Bedürfnissen muss die Transformation eigentlich gerecht werden in Zukunft und wie kommen diese in die Planung? Das ist wirklich ein kleiner Ausschnitt von Möglichkeiten. Ich sehe, weil ich mich damit beschäftige, viel passieren in der Welt der Partizipation, aber auch da, wir sind noch längst nicht da, wo man sein könnte, wenn wir ein bisschen mehr Vertrauen in diese Prozesse legen würden. Die sozialräumlichen Implikationen der Transformation sind zunächst erstmal unsichtbar. Und wie werden sie sichtbar? Zum Beispiel mittels Merkpunkte auf einer Karte, welche die Dynamiken der Transformation über lange Sicht begleiten hilft. Das für Luzern Süd entwickelte sozialräumliche Kartenwerk bringt die verschiedenen Logiken von Bebauungsplanung und Lebensraumgestaltung auf denselben Plan. Einhergehend mit diesen Merkpunkten und generell mit dem Wissen um diese Bedürfnisse müssen wir die Partizipation ausweiten, sodass die Stimmen der Gesellschaften in der Bevölkerung, der verschiedenen Bevölkerungsschichten und auch Formen und Sprach- und Kulturkreisen hin aufgenommen werden können. Das ist im Weltquartier in Hamburg vorgemacht. Für Zürich-Neugasse hier im Beispiel wurde die bestehende Planungslogik für Konversionsflächen partizipativ aufgerüttelt. Soweit selbst, dass Entwurfsprozesse zwischen Laien und Professionellen moderiert wurden und sich die Nutzungsprioritäten verschoben haben. In Helsinki aber, was ich mitgebracht habe, ist mit dem Cityplan 2017 ein gesamtstädtischer Prozess ausgelöst worden, der die Interessenabwägung von Wohnen und Verkehr mittels Online-Mapping neu geschrieben hat. Als Nebeneffekt dieser Partizipation, an der sich 4.700 Menschen beteiligt haben, ist die Idee geboren worden, die Stadtautobahnen als Wohnboulevards auszugestalten. Ein wegweisender Diskurs über die Schließung der innerstädtischen Autobahnen wurde bis auf Bundesebene geführt, sodass jetzt 3 von diesen Zubringern die Idee vielleicht Realität werden könnte. Was sagt uns das? Diese Arbeitsfelder für die Transformation. Was kommt, Angelos? Ja, wir sind jetzt am Ende dieses Parforsritts angekommen. Es ist uns bewusst, dass wir Ihnen ziemlich viel zugemutet haben. Wir haben vor 3 Jahren begonnen, uns auf dieses Thema vorzubereiten. Damals war es vielleicht noch eher so ein Nischenthema. In der Zwischenzeit ist es mitten im Fachdiskurs angekommen. Es haben sich dabei auch Gewichte verschoben und neue Themen aufgetan. Wir haben auch einiges gelernt, dank dieser Verschiebungen. Damals wollten wir Zukunftsbestand als Option portieren. Heute geht es uns eigentlich darum zu sagen, Neubau, Umbau und Erhalt sind in Zukunft als Gleichberechtigte, weil ihren Eigenheiten, Potenzialen und jeweiligen Grenzen gemäß behandelte Optionen zu betrachten. Das heißt, wir sind überzeugt, wir werden in Zukunft alle 3 Kategorien brauchen
Und gerade deshalb gilt es dafür zu sorgen, dass der Bestand tatsächlich in die Betrachtung über die Zukunft mit eintritt. Das heißt, wir brauchen gleich lange Spieße für den Bestand im Vergleich zum Ersatzneubau. In Deutschland läutet das Stichwort dazu Umbauordnung. Es geht aber wesentlich um relative Preise bei CO2 oder Energie, die eben Entscheidungen verändern können, ob ich neu baue oder ersetze, erweitere oder erhalte. Es geht uns damit vor allem darum, einen kritischen, aber realistischen Blick auf den Bestand zu entwickeln und ihm dadurch eine Option für die Zukunft zu ermöglichen und dort, wo er den Test nicht besteht, eben auch Neuem zu weichen. Danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.